Kennen Sie die Geschichte der Kung? Soll ich sie erzählen? Der Stamm der Kung lebt in der Wüste Kalahari in Namibia. Bei der archäologischen Studie, die der amerikanische Anthropologe Yellen dort machte, stellte er fest, dass die Kung vermutlich das konservativste Volk der Welt sind. Ihr Werkzeug aus Stein, Holz und Knochen hatte sich seit 40.000 Jahren nicht verändert. Ebenso wenig wie ihre nomadischen Siedlungen. Alle Hütten waren zur Mitte hin ausgerichtet. Das heißt, jeder konnte in die anderen Hütten sehen. Gekocht wurde immer vor der Hütte und jeder durfte mitessen. Wer eine richtig große Beute erlegte, eine Antilope oder einen Elefanten, teilte sie mit allen, nicht nur mit seiner Familie. So lebten die Kung also 40.000 Jahre. Yellen untersuchte sie auch in den 60er und 70er Jahren. Anfang der 70er Jahre hatte die namibische Regierung begonnen, mit den Kung Handel zu treiben. Zum ersten Mal kam also Geld in die Gemeinschaft. Keine 10 Jahre später war alles anders geworden. Plötzlich kaufte eine Familie mehr, als sie brauchte, und schloss es in einer Kiste ein. Die Hütten wurden umgedreht, sodass nicht mehr alle zu den anderen hineinsehen konnten, und sie standen weiter auseinander. Gekocht wurde innen. Das Muster kennen wir. Wir leben in großen Wohnblöcken und wissen nicht einmal, wie unser Nachbar heißt und bestimmt nicht, was er kocht. Für uns ist das normal. So haben sich die Kung also verändert, nachdem ihr Leben 40.000 Jahre lang unverändert geblieben war. I would say, of all the particular tools that we can imagine, von allen uns bekannten Mitteln, eine traditionelle Gemeinschaft zu zerstören, Religion, Gewalt, was auch immer, das sicherste Mittel ist Geld.